Carsten Gerloff von der FSFE wollte noch was kurz erzählen. Du warst nämlich in Brüssel nach mir. Ja, genau. Danke, Markus. Ich war halt am 1. März, gab es einen großen ACTA-Workshop im Europaparlament und ich wohne ein bisschen näher dran, deswegen habe ich mal vorbeigeschaut. Mit der Free Software Foundation Europe und ganz vielen anderen Organisationen waren wir da als Zivilgesellschaft vertreten. Und es war mal sehr schön live zu sehen. Da vorne saß der Herr Guch, dann saßen 500 Leute im Halbkreis drumherum und hinten in den zwei letzten Reihen saßen wir. Und da wurde quasi ja, Volk gegen Politik gespielt. Also gerade bei der EU-Kommission und bei den verantwortlichen Komiteeleuten aus dem Europaparlament merkte man ganz stark, oh, denen war gerade was schiefgegangen. Da hatten wir denen ins Geschäft gepfuscht. Und jetzt standen sie plötzlich unter Rechtfertigungszwang. Da haben wir die gefragt, ja, warum wollt ihr denn ACTA? Und sie haben gesagt, ja, um Fälschungen zu bekämpfen, um Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen. Wir haben darauf hingewiesen, nützt doch gar nichts. China ist zum Beispiel bei ACTA nicht dabei, dort kommen aber die meisten gefälschten Handtaschen her. Indien ist bei ACTA nicht dabei, dort werden aber die meisten Generika hergestellt. Und Medikamente ist ja eigentlich auch eine tolle Sache, kann man nicht so richtig was gegen haben. Leider auch gefälschte Medikamente, aber auch hier hilft nichts, weil Indien eben keine Partei bei ACTA ist. Ja, aber ist doch generell eine gute Sache. Man muss das Urheberrecht stärken, man muss die Markenrechte stärken. Ja, gut, also ACTA tut eigentlich nichts. Darauf haben wir uns dann irgendwann geeinigt. Und dann haben wir gefragt, ja, warum sollen wir ACTA denn dann machen, wenn es nichts tut? Ja, Und es kam einfach ganz stark rüber, ACTA erreicht de facto nichts außer das Urheberrecht, so wie es ist, zu zementieren, in der defekten Form. Es kann aber abhängig von der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten der EU und abhängig von weiteren Richtlinien wie IPRED 2 ganz massiv Schaden anrichten. Es kann uns richtig die digitale Gesellschaft kaputt machen. Und deswegen, ich glaube, wir gewinnen das, aber es ist wichtig, dass wir jetzt über die kommenden Monate den Druck aufrechterhalten. Bei der deutschen Regierung haben wir plötzlich gesehen, wie die angefangen hat zu wackeln unter dem öffentlichen Druck. Und je mehr man dagegen schiebt, dann wackeln die auch mal und sobald man loslässt, stehen sie wieder da und sagen, ach, eigentlich eine Woche später, ja, ACTA, ja, ist ja eine feine Sache, doch, ich glaube, wir unterschreiben das, ja, wahrscheinlich schon. Und so geht's nicht. Also da müssen wir jetzt einfach bis Ende Mai, Anfang Juni nochmal richtig immer wieder kommen. Und dann kriegen wir das auch vom Tisch. Aber dann kommt schon IPRED 2 und dann kommt irgendwann der nächste Quark. TPP, was haben wir noch? Na gut. Also es hört einfach nicht auf. Also dranbleiben.